Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Heute ist das Update zum Frostwalker gekommen und ich habe mir das Ganze heute mal im Stream angeschaut in einer Random-Gruppe. Was hat sich da ganz genau geändert? Ich werde jetzt einmal als Test den Frostläufer mit einer öffentlichen Gruppe machen, mit Glay. Vielleicht auch noch einmal mit Ultimate Lepic, um zu sehen, ob man mit einer random Gruppe eher die Möglichkeit hat, ihn zu schaffen. Ich werde mich nicht darum kümmern, die Flammen zu sammeln. Ich werde mich nur darum kümmern, die Teile, die kaputt gehen müssen, kaputt zu machen und dann auch in der Ult, den aus seiner Ult rauszuholen. Wir haben einen Lepic dabei, noch eine Glay oder so und Ultimate, auf jeden Fall nur Ultimate, Leute. Ja, also ich versuche hier relativ casual zu spielen oder casual zu schauen, wie hat sich der Frostläufer geändert, weil heute kam ja das Update raus. Ich weiß, was sich geändert hat, da kann ich gleich mal drauf eingehen. Ich muss mich jetzt so kurz konzentrieren. So, machen wir erstmal die Seite hier. Ach du Scheiße, ich bin aus der Ult raus. Ich kacke aber, Alter. Lol. Okay, das sieht auf jeden Fall sehr casual-freundlich aus. Aber wir haben auch einen Ultimate Lepic dabei. Ich habe schon öfters gehört, dass mit einem Ultimate Lepic das sehr... Ich will nicht sagen einfach ist, aber sobald dein Lepic bei ist, dass es schon einfacher ist. Ich habe jetzt nicht genau darauf geachtet, wie viel Schaden ich gemacht habe. Aber es wurde auch gesagt, dass der nicht mehr so doll hin und her tänzelt. Und es wohl einfacher ist, ihn aus seiner Ult rauszuholen und er auch nicht so schnell in seine Ult reingeht. Da konnte ich jetzt gar nicht drauf eingehen, gar nicht drauf achten, weil das super, super kurzfristig war. Aber das gibt mir Zeit, ein bisschen die Patch Notes mit euch zu teilen. Einmal, wie gesagt, ist er langsamer in seiner Ult. Das heißt, das sieht man auch schon. Ich weiß nicht, wenn der ein oder andere noch den Frostläufer von vor dem Patch im Kopf hat. Die Beine gingen so. Man konnte die gefühlt gar nicht treffen, die Schwachstellen, um den wieder aus der Ult rauszukriegen. Der ist jetzt auf jeden Fall sehr viel langsamer. Das ist super. Und der soll auch länger brauchen, um überhaupt in die Ult zu kommen. Als wir den zusammen gemacht haben, hatte ich auch oft das Ding, dass ich dachte, oh, der ist nach zwei Hits gefühlt schon wieder in der nächsten Ult. Das ging jetzt echt gut klar, obwohl ich auch nicht gut drauf geachtet habe, was jetzt mit seiner Ult war. Ich glaube auch, ich habe auch den Scanner nicht benutzt. Ich werde es jetzt nochmal versuchen, selber mit Lepic. Aber dass ich es direkt am Anfang, direkt das erste Mal mit Randoms, mit einer Random-Gruppe schaffe, kann natürlich super Zufall sein. Ich werde es nochmal machen. Aber... das gibt mir zumindest mal Hoffnung, dass der gar nicht mehr so schlimm ist, um ehrlich zu sein. Kann aber auch gerade übel Zufall gewesen sein, da ich einfach eine super Gruppe abbekommen habe. Hab den vorhin 6 von 6 Mal gemacht mit Randoms und geschafft auch. So, diesmal haben wir... guck mal, wir haben 2 Bunnies dabei und noch eine Glay. Ich versuche jetzt auch besser drauf zu achten, wegen seinem Scanner-Ding. Nicht wegen seinem Scanner, wegen seiner Ult. Wenn ich wieder drauf schieße... wie schnell die voll geht, weil ich habe ja eben nur die Schwachstelle getroffen. So, Scanner ist draußen. Ich muss mich aufs Zielen konzentrieren, deswegen kann ich gar nicht so genau drauf achten. Jetzt kann ich... was? Ach, die Dauer fehlt mir. Nee, habe ich drin. Hä, wieso verkacke ich so? Okay, ich habe schon mal oben ein paar Teile kaputt gemacht. Das war super. Das ging relativ gut. Jetzt holen wir ihn aus seiner Ult raus. Das ist auf jeden Fall schon mal normalerer als eben das. Eben mit Ultimate Lepic und so. Das war irgendwie nicht so ganz aussagekräftig, finde ich. Ich finde es aber immer noch schwer, die Dinger zu treffen, um ehrlich zu sein. Auch wenn das jetzt nochmal langsamer ist, aber es ist für den alten Lou immer noch nicht langsam genug. Aber das ist so ein Teil, so 2 Bunnies. Leute, spielt bitte nicht Bunny hier. Also, ihr habt dadurch halt gar keinen Vorteil. Das ist die Sache, ne? Also nicht, weil Bunny irgendwie schlecht ist, aber man sollte dann schon den Charakter nehmen, womit ihr dann auch irgendwie einen Vorteil habt. Und bei Bunny habt ihr keinen Vorteil, ne? Also,
Würde ich jetzt auf jeden Fall so sagen. Ich hoffe, einer von denen kümmert sich um die Flammen, weil ich tue es nicht. Es liegen irgendwie sehr viele Flammen rum. Wenn ich es auf Krampf nochmal schaffe, meine Ult zu starten, was ich nicht glaube, könnte ich auch nochmal einen Teil oben kaputt machen. Na, vielleicht doch. Da ist schon. Super. Okay, versuchen wir das Auge. Was war das denn schon wieder, Mann? Aber es gefühlt ist er leichter. Gefühlt ist er leichter. Aber kann auch wieder Zufall sein. Aber ich spiele auch gerade echt nicht gut. Aber trotzdem gefühlt. Also es fühlt sich zumindest mal einfach an. Jetzt gleich kommt ja seine Ult. Da bin ich mal gespannt, ob sich irgendjemand drum kümmert. Weil ich habe mich ja jetzt gar nicht drum gekümmert. Mal das Äuglein kaputt machen. So, jetzt macht er Ult, glaube ich, ne? Ja, jetzt macht er Ult. Bin ich gespannt. Hat jemand die Flammen geholt? Ja, da ist jemand mit Flammen. Zwei sogar mit Flammen? Geht das? Zwei Leute mit den Flammen. Ist das nicht... Geht das? Baba Manjuza, vielen Dank für den Primi. Zwei Leute mit Flammen. Also, wir hatten das im ersten Fight übelster One-Shot-Gefühl, also vor seiner Ult gekillt. Und jetzt hatten zwei Leute die Flammen. Okay, ich muss sagen... Auch wenn das jetzt nur zweimal waren, ich kann jetzt hier keine 30 Stück machen, um ein richtig, richtig krasses Fazit zu machen, aber der ist doch viel einfacher geworden. Als wir den gemacht haben vor ein, zwei Wochen, war der gefühlt unmöglich. Also nicht unmöglich, unmöglich, aber viel, viel schwieriger. Vielleicht sind die Leute jetzt auch einfach besser geworden, weil sie jetzt wissen, worauf es ankommt. Das kann natürlich auch immer sein. Kann natürlich auch mal sein, aber das war's. Das war echt keine gute Gruppe, müssen wir echt sagen. Klar haben die Flammen eingesammelt, aber schadenmäßig kam, also ich glaube die Glay, vielleicht habe ich nicht drauf geachtet, aber ich glaube die Bunnies, die sind nur rumgesprungen, haben nichts gemacht. Das waren, glaube ich, hauptsächlich wir beiden Glays. Und ich muss sagen, fühlt sich auf jeden Fall einfacher an. 33 Millionen, das ist jetzt auch nicht so unfassbar viel. Also guck mal, wie viele Flammen hier noch rumliegen. Also die Flammen Anzahl wurde auf jeden Fall drastisch erhöht. Obwohl in den Patchnotes nur was von 2 stand. Aber ich kann mir vorstellen, dass vielleicht für jedes Krabbelding jetzt immer 2 kommen oder so. Aber das sieht gut aus. Also Leute, Frostläufer. Guck mal, wie viele hier noch rumliegen. Und wir hatten 2 Leute mit der Flamme. Super. Super. Ich muss da abschließend wirklich nochmal sagen, dass wir alle vermutet haben, dass sie was ändern an der Menge der Flammen, die wir benötigen. Dass von den 6 Flammen vielleicht man nur noch 3 braucht oder jeder nur 2 oder irgendwie sowas. Aber genau was anderes haben sie wieder gemacht. Also Nexon, ich muss sagen, Nexon, echt ein super Entwickler. Ich hatte erst, als ich rein in Patchnotes gelesen habe, gedacht, oh, das klingt erstmal nicht so gut. Aber wenn man es dann wirklich spielt, muss man sagen, es fühlt sich richtig gut an. Der Boss fühlt sich immer noch so an, dass man die Mechanik nutzen muss. Ihr habt es gesehen, einmal vor der Mechanik gekillt und einmal mit der Mechanik und wirklich nicht mit einem guten Team. Und es hat sich wirklich gut machbar angefühlt. Also wirklich sehr, sehr gute Änderungen, die da reingekommen sind. Wenn ihr nichts zu The 30 Cent verpassen wollt, morgen wird es sehr, sehr krasse Infos geben zum neuen Charakter. Da gibt es für mich sehr viele neue Informationen schon. Da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Würde mich natürlich sehr über ein Follow freuen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über ein Like auf dem Video freuen. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.